Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin Trains and Play und es ist mal wieder Zeit für eine neue Folge von den Community-Projekten und damit übrigens auch für das erste Video in diesem Jahr, im Jahr 2024. Von daher hoffe ich, dass ihr alle gut ins neue Jahr gestartet seid. Es haben sich in den letzten paar Tagen und über so ein, zwei Wochen wieder ein paar neue Projekte aufgetan und wir fangen direkt an, ne, bevor ich jetzt eine große Vorrede starte, wir fangen direkt an mit dem vermutlich größten Projekt und mit dem Knaller schlechthin in den letzten Tagen. Ihr habt sicherlich schon gesehen, vielleicht vom Traingamer schon gesehen, das Video auf seinem Kanal. Wenn nicht, gerne auch dort vorbeischauen. Er hat es schon vorgestellt. Der gute Pilot 21, der ja auch eine andere Strecke bereits baut, die ich auch schon vorgestellt habe, hat ein zweites Streckenprojekt angekündigt, nämlich die Schnellfahrstrecke Nürnberg-Ingolstadt. Hat er vor ein paar Tagen angekündigt. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal zusammen an, was wir hier uns ansehen können. Hier ist schon mal so ein erstes Bild von der Strecke und das sieht schon absolut Wahnsinn aus. Also was soll ich dazu sagen, ne? Ihr seht es selbst hier, die Vegetation unfassbar dicht, unfassbar schön gestaltet, ausdetailliert. Fast so, als sei es irgendwie Transport Fever Schönbau von, weiß ich nicht, Hans Dampf oder so. Schon auf dem Niveau sieht das aus. Hier mit dem ICE 1, der da vorbeirauscht. Sehr, sehr, sehr schön. Hier irgendein Bahnhof entlang der Strecke, also vermutlich einfach ein Regionalbahnhof. Ihr seht hier die feste Fahrbahn. Das hat, so wenn ich das richtig verstanden habe, der Modder hat praktisch diese feste Fahrbahn hier selbst gebaut als Objekt. Das gab es vorher im TSW noch nicht. Und hier mal so aus dem Führerstand vom ICE 1. Einmal hier so drauf geschaut auf die Strecke. Schaut euch das an, wie schön das wirklich aussieht. Auch hier die Oberleitung und so, das sieht alles schon ziemlich gut aus. Rechts, links die Vegetation. Hier noch die ein oder anderen Stromkästen. Sehr, sehr, sehr schön. Auch bei Nacht sieht das Ganze toll aus. Hier mit diesen Strommasten auch noch da im Hintergrund. Sehr, sehr toll. Und das besonders Tolle ist, dass es nämlich dazu auch ein Video gibt. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Nämlich, wo ist es? Wo ist es? Auf Seite 2 vermutlich. Da. Genau. Ne, also gehen wir mal hier an den Anfang des Videos und gucken uns das einfach mal zusammen an und ich kommentiere da mal ein bisschen drüber. Wir sehen hier den ICE3, der, ich glaube, hier in Nürnberg steht. Wir werden das natürlich nicht das ganze Video angucken, sondern nur so einen kleinen Teil davon. Ich scroll mal immer mal wieder weiter. Na gut, hier wird noch der Führerstand wieder aufgerüstet. Und dann geht es auch schon los, hier im ICE3. Ist das Nürnberg? Ich komme nicht aus der Ecke, ich bin nicht aus Bayern. Dementsprechend kann ich leider nicht beurteilen, ob wo das genau jetzt ist und so. Das werdet ihr sicherlich besser wissen. Aber diejenigen von euch, die vielleicht aus der Gegend kommen, die können ja sicherlich dann ein kleines Urteil darüber abgeben, wie viel Wiedererkennungswert das Ganze hier in sich trägt. Ich würde behaupten, vermutlich sehr, sehr viel. Aber schauen wir mal. Wir scrollen mal ein bisschen weiter. Also hier im Bahnhofsvorfeld. Die ganzen Gleise liegen da schon. Oberleitung ist auch schon überall da. Oberleitungsmasten fehlen noch. Das ist, glaube ich, gerade in so einem Bahnhofsgebiet gar nicht mal so einfach, die dann richtig zu positionieren. Aber das kommt noch alles. Ne? Also das ist ja, wie gesagt, alles Work in Progress. Das ist noch nicht fertig. Hier die ein oder andere Regionalbahnhöfe, an denen man auch vorbeifährt. Hier rechts bestimmt irgendwelche Abstellgleise für irgendwelche Güterzüge oder Regionalzüge oder you name it. Und ja, noch hier alles PZB geführt oder PZB überwacht. Ja, noch ein Regionalbahnhof, an dem wir hier vorbeizischen. Und jetzt sind wir mittlerweile LZB geführt. Ihr seht es hier, LZB-Kabel, Linienzugleiter liegt auch schon dort. Hier fährt vermutlich irgendwie die S-Bahn, ne? Was fährt da? 1440, Baureihe 4, oder 440, vermutlich, oder? In der Gegend. Ich glaube, auf der Strecke fährt auch der München-Nürnberg-Express mit der Baureihe 102 und den Skoda-Doppelstockwagen, der ja, glaube ich, 189 km/h fährt. Der wird natürlich mit der Strecke nicht dazu geliefert, ne? Das ist klar. Also die Strecke gibt es halt nur als Strecke, Fahrzeuge werden nicht geliefert. Glaube ich zumindest. Zumindest wissen wir bisher noch nichts davon, ob der Pilot 21 auch noch an einem Fahrzeug baut. Aber erstmal müssen wir davon ausgehen, dass es halt wirklich die Strecke ist. Ja,
Wir gucken mal ein bisschen weiter, spulen wir mal ein bisschen weiter vor. Ja, hier 200 km/h wird jetzt mittlerweile gefahren. Also Intercity-Reisegeschwindigkeit. Und der ist auch schon schneller. 280 sind hier freigegeben. Und ihr seht, trotz der Tatsache, dass hier wirklich dieser Schnellverstreckenabschnitt ist und hier ja die Züge dann mit 300 durchballern, ist es halt trotzdem so, dass die Vegetation am Rande sehr, sehr, sehr dicht ist. Obwohl wir da wirklich fliegend dran vorbeifahren, im Tiefflug einmal durch. Wenn man das jetzt mal vergleicht mit der LGV-Strecke, wo man ja ähnliche Geschwindigkeiten fährt, da die Vegetation am Rand, rechts und links, die Ausgestaltung am Rand mit Assets und Vegetation und alles, das ist kein Vergleich. Ne? Das sieht da wirklich aus wie eine Wüstenlandschaft im Vergleich zu dem, was wir jetzt hier haben. Auch schön hier wirklich, wie es hier hoch und runter geht teilweise. Die Stotterer, die müssen euch jetzt erstmal hier nicht groß ablenken. Das Ganze ist halt gefilmt im Editor. Da ist sowieso die Performance deutlich schlechter als in-game. Von daher, und nebenbei läuft ja auch noch ein Aufnahmeprogramm und man weiß nicht, was da vielleicht sonst noch so an Programmen liefen im Hintergrund bei der Aufnahme. Ja, also macht euch da keine Sorgen um die Stotterer, das wird sicherlich alles besser werden. So, na gut, hier ein Tunnelabschnitt, da funktioniert das mit dem Licht noch nicht ganz. Da muss man erstmal einen Prozess stattfinden, den man Lightbaking nennt. Das ist halt noch nicht passiert. Dementsprechend sieht das in den Tunneln aktuell noch ein bisschen absurd aus. Aber auch das wird sicher zum Ende hin, wenn die Strecke irgendwann veröffentlicht wird. Und wenn sie veröffentlicht wird, dann werdet ihr es hier auf dem Kanal auf jeden Fall erfahren. Wird das bis dahin sicherlich wieder oder dann auch gut aussehen mit den Tunnelfahrten. Ja, auch hier sehen wir es wirklich, diese langen Tunnelfahrten, die sehen halt ein bisschen komisch aus. Ist halt eine Schnellfahrstrecke, ne? Tunnel an Tunnel an Tunnel. Gerade hier dieser letzte Abschnitt der Strecke. Sehr tunnelreich. Hier ist dann wirklich ja nur noch dann Hochgeschwindigkeitsverkehr unterwegs. Ne? Auch keine Regionalzüge auf diesem Abschnitt. Ja, ist auch, glaube ich, nicht die ganze Strecke, die wir befahren. Sieht für mich nicht danach aus. Nö. Genau. Ansonsten baut er ja an der Main-Weser-Bahn, ne, die Strecke, die S6 um Frankfurt herum. Die haben wir uns aber auch schon angeguckt. Also, ne, neue Strecke. Ich freue mich sehr darauf. Daumen sind gedrückt, mein lieber Pilot 21. Ja, genau, gehen wir mal weiter. Hier hat der Freddy the Shepherd angekündigt, eine österreichische Strecke zu bauen, nämlich von Wels nach Grünau im Almtal, die sogenannte Almtalbahn, wo in Realität die Baureihe VT5047 fährt und die Baureihe 5022, was in Deutschland die BR642 ist, die wir ja schon haben im Spiel. Ja, also genau, die Maintalbahn 642 kann da auch dann als Layer eingesetzt werden. Das ist zumindest der Plan. Und es gibt auch erste Screenshots tatsächlich hier vom Bahnhof von Wels. Die Gleise sind gelegt. Hier, auch das ist Wels. Hier, Stellwerk von Wels steht jetzt auch schon hier. Ja, ne? Also Work in Progress alles. Eine weitere Strecke, die jetzt hier im Bau ist. Und auch da wünschen wir das Beste und hoffen, dass das funktioniert. Dann gehen wir mal zu meinem guten Freund, dem Foley. Da gibt es wieder ein neues Video aus Düsseldorf-Köln. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, dann überlegt er sogar tatsächlich zu bauen bis ganz nach Duisburg, sodass man als Strecke, Hauptstrecke Rhein-Ruhr, basically daran anschließen kann an seine Strecke. Ob das wirklich technisch dann funktioniert, dass es eine Strecke wird oder nicht, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall könnte man, sagen wir mal, den RE1 von Bochum nach Duisburg fahren und dann könnte man auf seine Strecke wechseln und dann einfach den RE1 weiterfahren von Duisburg über Düsseldorf nach Köln. Aber mal gucken, ob das wirklich wird oder nicht. Aktuell ist die Strecke Köln-Düsseldorf das, womit wir rechnen sollen. Ja, und schau mal in das Video hier rein mit der Foslo G6, mit der ihr hier rumfährt. Und zwar, ich glaube, um Düsseldorf-Reisholz herum. Genau. Von Langenfeld nach Düsseldorf-Reisholz. Hier mal heute mal im Sonnenuntergang. Alles Work in Progress. Da hat er nochmal darauf hingewiesen. Das hier, ne, das sind so diese Fahrplan-Layer. 185er, die dann hier dann erscheinen, aufploppen, wenn man sie halt besitzt. Die werden nicht mitgeliefert, dass. Darf der Fauli nicht machen, dass er da irgendwie was mitliefert, einfach irgendwelche Loks. Aber wenn man sie halt besitzt, dann tauchen die da halt eben auf.
Auch da werden wir natürlich ein bisschen nur so sprunghaft da so durchgehen, durch die mit der Foslo G6 hier von TSG im Sonnenuntergang. Und auch hier sehen wir wirklich die Ausgestaltung links und rechts. Natürlich alles Work in Progress, immer noch nicht fertig, aber auch schon schön. Oberleitungsmasten stehen auch schon zu großem Teil, zumindest auf dem Streckenabschnitt. Hier macht er noch ein Foto. Hier wird dann weitergefahren. Da ist, glaube ich, noch gerade eine 185. Nee, gar nicht, eine S-Bahn. 422 Doppeltraktion vorbeigefahren. Vermutlich die S1. Ist das die S1? Fährt die da auf der Strecke? Ja, tut sie ja auf jeden Fall, denke ich. Ja, ne? ICE ist auch noch gerade da hinten. Hier mal ein bisschen langsamer unterwegs. Und auch da, ne, wie gesagt, es gibt weder ein Release-Datum noch kann ich aktuell sagen, wie genau man die Strecke bekommen wird, wo man sie herbekommen wird. Natürlich das Ganze nur für den PC, ne, nicht für Konsolen. Oder ob das Ganze nicht doch offiziell irgendwann released wird. Auch das steht ja im Raum. Ausgeschlossen ist das nicht. Aber ihr werdet von mir dann auf dem Laufenden gehalten. Wenn es dann News dazu gibt, dann werde ich euch dazu was sagen. Hier sehen wir noch 422er, die hier durch die Gegend brausen. Haben wir noch ein paar Güterzüge, die alle abgestellt sind. Vectron 185. Herrlich, herrlich, herrlich. Die KI-JLS-Wagen. Wunderschön. So, ne? Also so viel zu dem Streckenprojekt, der aktuelle Stand davon. Gehen wir mal weiter. Hier vom Black Pulsar, der die Frankenbahn baut. Stuttgart-Würzburg habe ich euch schon mal vorgestellt und jetzt gibt es ein kleines Update hier vom Stuttgarter Hauptbahnhof. Er schreibt nämlich, die Querhalle, die große Schalterhalle und die kleine Schalterhalle sind fast fertig. Es fehlen hauptsächlich nur noch Kleinigkeiten und das Dach der Bahnsteige. Der Lift zur S-Bahn soll, wenn möglich, auch benutzbar sein am Ende. Aus Lizenzgründen muss ich hier in der Querhalle Fake-Marken benutzen. Das ist klar, dass man jetzt nicht irgendwelche echten Marken hier benutzen kann. Burger Lord wird vielleicht irgendwie Burger King oder sowas sein. Das ist natürlich klar. Oder McDonald's oder was weiß ich. Das ist natürlich klar, dass man dann sowas idealerweise dann einfach nicht da benutzt, weil ansonsten kommt man dann Teufelsküche, wenn man Probleme haben möchte, dann kann man sie sich dadurch machen. Genau, ne? Also hier sehen wir mal so das Bahnhofsgebäude von außen, Intercity Hotel, das ist bekannt, das Intercity Hotel. Also wer von euch aus Stuttgart kommt, ich war einmal am Stuttgarter Hauptbahnhof, auch nur sehr, sehr kurz, aber ich kann es auf jeden Fall wiedererkennen. Hier die Bahnhofsuhr, wundervoll. Hier die innere, hier die Halle mal von innen. Also auf jeden Fall Wiedererkennungswert vorhanden. Marktstation, Coffee Cut. Sehr, sehr schön. Auch hier, ne, noch ein paar weitere Bilder, ein Treppenaufgang, Rolltreppen. Da kann ich mir vorstellen, dass man auch sowas wie so eine Rolltreppe gibt es ja als Assets von DTG, dass man einfach die dann benutzen kann. Und hier der Stuttgarter Hauptbahnhof, tatsächlich jetzt mal mit den Bahnsteigen. Das sieht toll aus, oder? Also wirklich, wirklich toll. Hut ab. Auch hier, ne, die Bahnhofshalle sind ja meistens, sind die Bahnhofshallen in-game nicht betretbar von DTG aus. Weil, ne, warum auch? Also man fährt ja eigentlich einen Zugsimulator und keinen Bahnhallensimulator. Aber dass halt eben hier diese Extraarbeit noch geleistet wird, dass wirklich die Halle ausgestaltet wird, hammermäßig. Hier nochmal ein Blick von den Gleisen in Richtung Halle. Also, nein, nicht Stadthalle, sondern in Richtung Halle, Bahnhofshalle. ja, und hier gibt es noch ein Video, wo, um das mal kurz erklären, was hier passiert ist. Wir befinden uns auf der Strecke Kassel-Würzburg und hier wurde einfach mal dieses 3D-Modell von dem Bahnhof, das wir gerade gesehen haben, von den Gleisen, wurde jetzt einfach mal hier so draufgelegt, damit man sich das mal anguckt, wie das so in-game aussieht. Und ihr müsst euch vorstellen, hier, wo diese Lücken rechts und links sind, dort sind dann die Gleise und dort stehen dann Züge. Und hier, ne, also schaut man dann praktisch in Richtung Strecke und die andere Seite, wenn er sich jetzt umdreht, genau da, also ne, da steht dann die Bahnhofshalle in diese Richtung guckend, denke ich mal. Wobei hier sind auch so Treppen. Also ich bin mir dann nicht ganz sicher. Aber ja, wobei doch, das kommt schon hin, dass hier links jetzt die Gleise wären und hier wäre jetzt die Bahnhofshalle auf der rechten Seite oder jetzt hinter uns. Genau, also auf jeden Fall sehr, sehr interessantes Video hier. Ne? Also, wenn es dazu was Neues gibt, dann sage ich euch gerne Bescheid. Die Strecke, die fängt, wo ist Stuttgart? Was ist das denn für eine
vollgeschriebene Karte. Da oben ist Würzburg, Laufach, hier unten ist Stuttgart, da ist Stuttgart. Und das Ganze hier geht Richtung Würzburg, also hier so in den Norden. Aber theoretisch, da hier, das sind so die ganzen anderen Strecken, die von Stuttgart abzweigen, wären vielleicht auch zukünftige Projekte, man weiß es nicht. Kleines Update zur Oberwesterwaldbahn. Haben wir uns auch schon mal zusammen angeguckt. Hier hat der gute Robert Schulz die Lahnbrücke bei Staffel jetzt hier hingestellt. Ne, auch das hier einfach mal so ein kleines Update von der Strecke, so wie das jetzt aussieht. Die Brücke ist nicht 1:1 dem Original entsprechend, aber ich glaube, das passt schon ganz gut. Ne? Wenn man das jetzt mal vergleicht hier, in Realität sieht die Brücke so aus. Ja, also das passt schon ungefähr. Aber auch das könnte vielleicht noch angepasst werden. Also da ist da der Stand, da wird auch dran weitergearbeitet und da sind die Daumen nach wie vor gedrückt. Gehen wir mal weiter zur Strecke vom guten FCE Schmidt. Die Husum-Strecke von Husum nach Tönning und nach Tönning und Bad St. Peter-Ording. Meine Güte, sprechen ist schwierig. Das Video hier oben haben wir uns, glaube ich, schon mal angeguckt, meine ich. Dieses Preview-Video, glaube ich. Genau, von Witzwort nach Husum. Das haben wir uns auf jeden Fall schon mal angeguckt, wie das aussieht. Und hier nochmal ein paar neue Screenshots von Hableg. Auch das, ne, hat Niddertalbahnniveau hier mit diesen Reifen hier unten, das finde ich ganz bezaubernd. Mit diesen Schildern, mit diesen Wegweisern, die hier von den Gleisen wegweisen. Hier so ein Bahnübergang. Vegetation, wirklich toll. Das sieht super aus. Und hier noch tatsächlich eigene Gleisschwellen gebaut. Die haben wir so im TSV auch nicht. Auch schon mal in Realität gesehen so, aber ich weiß gar nicht, wann genau man diese Art von Gleisschwellen benutzt. Ich habe sie schon mal in einem Bahnhof drin gesehen, aber auch nur an einem Gleis. Also falls das jemand weiß, warum man eigentlich diese Art Gleisschwellen benutzt, was da so der Vorteil ist, gerne mal in die Kommentare rein, würde mich mal sehr interessieren. Dann hat der Skage oder Skage oder wie auch immer eine Schweizer-französische Strecke angekündigt, nämlich die Strecke Le Mans 2030. Und zwar von Genf Airport nach Villeneuve. Und er plant eine Extension, also eine Erweiterung der Strecke Richtung Frankreich und und in Richtung Brig. Und baut zuerst den Streckenabschnitt Allemand nach Lausanne. Hier gibt es eine kleine Preview. Ja, also wird schon mal so ein bisschen dran gebaut. Die ersten Gebäude stehen hier so ganz grob. Ne? Hier können wir das mal vergleichen. So sieht das Original aus, genau aus der Perspektive. Und hier sind halt entsprechend die Gebäude. Das sind halt die DTG-Gebäude, die als Assets wiederverwendet worden sind. Das sind keine Originalgebäude. Ne? Aber ich finde, das ja, geht schon in die richtige Richtung. Und wer weiß, vielleicht baut er ja noch die Assets. Und hier die Bahnhofshalle. Das sieht schon eigentlich ziemlich gut aus. Sieht doch tatsächlich aus wie ein neu gebautes Asset. Aber da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Er hat auch geschrieben, das ist ganz interessant, dass er dieses Projekt auf GitHub öffnen wird und dass Menschen dort ja mithelfen können. Also ich denke mal sowas wie beispielsweise 3D-Modelle bauen oder sowas ähnliches oder Gleise verlegen oder Signalisierung oder so, dass da halt wirklich Leute gemeinsam an diesem Projekt arbeiten können. Also falls irgendjemand von euch da tatsächlich da vielleicht 3D-Modelle bauen kann, falls sich jemand von euch mit Blender auskennt, meldet euch bei den Moddern, bei den Leuten, die Strecken bauen. Die werden sehr, sehr dankbar sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Genau. Und letztes Projekt, das ich euch zeigen möchte, die Görlitzer Straßenbahn vom Emil. Das ist so der aktuelle Stand von der Straßenbahn. Und wenn wir das mal vergleichen, damals sah der erste Screenshot, den wir uns angeguckt haben, so aus von der Straßenbahn. Und jetzt mittlerweile sieht es so aus. Und da muss ich sagen, Hut ab, das sieht schon ziemlich aus wie eine Straßenbahn. Muss ich ehrlich sagen, sieht aus wie eine Straßenbahn, oder? Gut, das wär's dann mit dem jetzigen Update, Community-Projekte. Aber das nächste wird sicherlich schon bald kommen. Da bin ich mir sehr sicher, dass bald wieder mehr neue Infos geben wird. Ansonsten, wenn ihr irgendwelche Ideen, Kommentare, Anregungen habt, was auch immer, Meinungen dazu, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und die Modder würden sich auf jeden Fall immer um einen netten Kommentar oder sowas freuen. Da verliert ihr auch nichts dabei. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Alles Gute, alles Liebe, ciao, ciao.